Bitcoin ist in einer schwierigen Phase, ein absoluter Crash. Steht jetzt der Untergang bevor oder was ist da genau los? Und warum ist Bitcoin überhaupt die Rettung für unsere Welt? Und was ist Bitcoin überhaupt? Über genau diese Themen möchte ich heute mit meinem Experten, dem Ruben, sprechen und möchte an der Stelle einiges zum Thema Bitcoin euch erklären und aufklären vor allem auch. An der Stelle herzlich willkommen, Ruben. Wir hatten ja schon öfter miteinander zu tun. Heute geht es um das Thema Bitcoin. Deswegen habe ich dich auch eingeladen. Und ja, für die Leute, die Ruben noch nicht kennen, ich mache ihn jetzt auch mal groß. Stell dich doch kurz mal vor und was bewegt dich überhaupt so rein wirtschaftlich, unternehmerisch? Hallo Thorsten, ja, ich heiße Ruben Wunderlich. Ich beschäftige mich seit, ja nicht ganz, aber sagen wir mal, seit knapp 20 Jahren mit Börse und Finanzmärkten. Habe dann früher auch in der Bank gearbeitet, habe mich dann aber selbstständig gemacht. Seit 2012 bin ich Unternehmer und bin jetzt auch in dieser Branche tätig, indem ich die Entwicklungen an den Finanzmärkten täglich beobachte, darüber berichte und ich sage mal gewisse Anreize oder Empfehlungen auch abgeben, ne? Genau. Ja, heute mal ein ganz anderes Thema. Wir haben ja sonst so eher das Existenzgründerthema, so für die Unternehmer. Aber der Kanal heißt ja auch Gründen, wachsen, erfolgreich sein. Und dazu gehören eben auch gewisse andere wirtschaftliche Themen. Ich möchte es also zur Gewohnheit machen, mir den einen oder anderen Interviewpartner einzuladen und dann auch einfach mal so ganz unbefangen über bestimmte wirtschaftliche Situationen, wirtschaftliche Nachrichten oder Entwicklungen zu sprechen. Und da eben gerade letzte Woche da extrem im Kryptomarkt was los war, das haben vielleicht doch die einigen mitbekommen, haben wir gedacht, machen wir das jetzt als Hauptthema für diese Sendung. Und Bitcoin Crash, wie geht's nun weiter? Ja, was kannst du dazu erstmal sagen? Vielleicht, was bedeutet das für einen Unternehmer, für ein Unternehmen, diese ganze wirtschaftliche Bitcoin-Entwicklung, die jetzt im Moment zu sehen ist? Vielleicht eins vorab, was mir persönlich immer sehr wichtig ist oder was mir sehr am Herzen liegt, ist, die Hintergründe für gewisse Entwicklungen richtig zu verstehen und sie vor allem auch ins große Bild einzuordnen, ne? Also nicht das kleine Hickhack, was da so jeden Tag an Informationen und Daten einströmt, sondern das große Bild zu verstehen und auch die Hintergründe. Und das ist für mich immer wichtig, ne? Und ähnlich befasse ich mich ja auch bei Kryptowährungen, damit wie Entwicklungen, wie Kurse entstehen, wie das alles zusammenhängt, wo es vielleicht auch Korrelationen oder Verbindungen miteinander gibt. Jetzt hast du mich gefragt, was bedeutet das für Unternehmer? Das ist eine ganz individuelle Sache, ne? Wenn ein Unternehmen nichts mit Bitcoin zu tun hat, dann wird es den Unternehmer überhaupt nicht betreffen. Wenn ein Unternehmen stark damit zu tun hat oder in dieser Branche, vielleicht davon wie Coinbase zum Beispiel, also eine Kryptobörse, dann sind die sehr stark davon betroffen, von den Umsätzen an der Börse. Oder wenn ich vielleicht das für meine Kunden angeboten habe, für gewisse Zahlungsmodalitäten. Aber ja, inwieweit das jetzt für ein Unternehmen eine Rolle spielt, muss ja jeder für sich selber wissen. Also den einen betrifft es mehr, den anderen weniger. Einen großen Effekt auf die Weltwirtschaft hat Bitcoin, hat diese Kursentwicklung allerdings nicht. Also in den Nachrichten wurde ja da sehr stark und massiv auch darauf eingegangen, ja, das geht jetzt nach unten und dann seht ihr mal, wie schlecht der Bitcoin ist. Aber du sagst jetzt, so ganz große Auswirkungen hat es im Moment gar nicht, obwohl es für viele wahrscheinlich schon ja, eine extrem große Auswirkung hatte. Ich weiß gar nicht, wie viel es da nach unten gegangen ist in den letzten Tagen. Wir sind ja da immer noch in so einer ganz merkwürdigen Talfahrt drin. So richtig ausgestanden ist das wohl noch nicht. Aber es muss ja doch irgendwo eine Auswirkung haben. Ich sage jetzt mal, viele reden auch von der Reservewährung. Was ist Bitcoin da überhaupt so für die Wirtschaft? Was könnte es sein? Oder was hat dann ein Unternehmer, auch muss sich dann ein Unternehmer dann mit arrangieren? Ja, also mit Auswirkungen meine ich, wenn wir jetzt an unseren Alltag denken, es sei denn, ich war stark in Bitcoin investiert, okay, dann habe ich natürlich, je nachdem, wann ich eingestiegen bin, gegebenenfalls massive Kursverluste erlitten. Je nachdem, wann ich eingestiegen bin, ne? Wenn ich natürlich schon vor 5 Jahren eingestiegen bin, dann sitze ich immer noch auf gutem Buchgewinn.
Aber unser Alltag wird ja noch nicht von Bitcoin bestimmt. Ne? In den Nachrichten, du hast sehr, sehr viele Themen jetzt mal angesprochen. In den Nachrichten, klar, da wird es jetzt auch thematisiert. Ja, das ist halt so, ne? Wenn es negative Schlagzeilen, negative ja, Nachrichten, die kommen natürlich besser an. Unser Gehirn funktioniert nun mal auch so. Und es wird natürlich auch jede Gelegenheit genutzt, um auf Kryptowährungen so ein bisschen herumzureiten. Teilweise ist das ja auch richtig so, die Argumente, die da gebracht werden. Andererseits, ich glaube, Janet Yellen, also die ehemalige Vorsitzende der US-Notenbank in Bezug auf Luna jetzt, was da passiert ist, hat dann gleich wieder von mehr Regulierung gesprochen. Und das wird in dem Zuge auch kommen. Ne? Das ist jetzt wieder ein gefundenes Fressen. Also das heißt nicht, dass sie das jetzt ausgelöst haben, sondern die nutzen diesen Punkt jetzt, um wieder ein Argument für mehr Regulierung zu bringen. Und was Vor- oder auch Nachteile haben kann, ne, für den einzelnen Nutzer oder Anwender. Ja. Jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, was du noch so für Fragen gestellt hattest oder Punkte. Ich auch Ja. nicht. Vielleicht können Nein. wir mal kurz, du könntest vielleicht mal kurz den Chart einblenden, ne? Dann können wir mal so ein bisschen uns Ja. daran orientieren. Das ist vielleicht ganz interessant. Ich blende jetzt mal den Chart ein. Und das ist also der. Genau. Bring dein Trading auf das nächste Level. Jawohl, genau. Das Ja, ist mit also Gewinn. der. Der Bitcoin-Kurs, was hatten wir eingestellt? Ich stelle jetzt mal ein Jahr ein. Das ist also Schön. der Jahreschart vom Bitcoin. Prima, genau, ne? Das ist der Jahreschart von, oder vielleicht mach mal ruhig den 5-Jahres-Chart, ne? 5 Jahre, okay, hier ist er. Ja, da haben wir so das ganz große Bild, ne? Das ist immer. Bei der Chartanalyse fängt man immer vom Großen an und geht dann immer ins Kleine über. Und hier sehen wir das eigentlich auch, ne, wo Bitcoin steht. Wie gesagt, wenn man vor 5 Jahren oder selbst vor 2 oder 3 Jahren eingestiegen ist, sitzt man immer noch auf sehr, sehr guten Buchgewinn, wenn man natürlich gehalten hat. Ne? Erst seit, ich würde sagen, so Mitte, Ende 2020, ne, gab es einen sehr, sehr starken Kursanstieg. So ungefähr, ne? So extrem kurz, genau. So diese Drehung und dann verbunden auch weiterhin, wie das auch bei Kryptowährungen üblich ist, mit einer enorm starken Volatilität. Ne? So ging hoch bis über 60, dann ging es wieder um 50% runter, dann wieder um 100, über 100% hoch, wieder 50% runter und so weiter und so fort. Ne? Sehr, sehr interessant ist im Allgemeinen, womit korreliert der Bitcoin-Kurs? Also Korrelation bedeutet, wo gibt es eine starke Verbindung oder eine starke Abhängigkeit? Und das ist im Prinzip die Geldmenge. Also wenn wir die sich in US-Dollar befindlichen, ja, Geldmenge sozusagen berücksichtigen oder betrachten, sobald diese Geldmenge, ja nicht von Tag zu Tag oder Woche zu Woche, ne, aber so sagen wir mal mittelfristige Sicht, sobald sich diese Geldmenge erhöht, steigt auch der Bitcoin-Kurs. Wird diese Liquidität verringert, diese Geldmenge durch die Notenbank, fällt auch der Bitcoin-Kurs. Und genau das haben wir hier an dem, du hast den Chart zwar schon wieder weggemacht, aber das haben wir bei dem Chart sehr, sehr gut gesehen. So Mitte, Ende 2020, genau, was vielleicht erinnert der eine oder andere sehe ich noch, ne, Anfang 2020, da kam was, ne, die Corona-Krise, ne, wie reagierten die Notenbanken, massive Liquidität in den Markt gepumpt, ne? Und was ist darauf passiert? Exakt, ne? Der Bitcoin-Kurs hat sich hier, ich weiß nicht von welchem Niveau aus, sagen wir mal vielleicht von, sagen wir mal rund 10.000, ne? Lässt sich gut rechnen, versechsfacht, ne? Das würde vielleicht nicht 1:1, aber ungefähr auch den Anstieg der Liquidität am Markt beschreiben, ne? Also das passt sehr, sehr gut. Das war Und hier so jetzt, quasi, ne? Corona-Anfang. Hier ist Februar, genau, März, ne? ja. 2020, da ging es los. Und hier sieht man ja auch diese extremen Ausschläge. Also hier unten drunter das Volumen, ne? Das springt über den Chart hier drüber weg. Das sieht ein bisschen irritierend aus. Ja, das ist März. Das sind die Lockdown-Maßnahmen in den westlichen Ländern. Ne? Also in dem Moment ging auch Bitcoin nach unten erstmal. Das ist vielleicht gut, ist vielleicht ein anderes Thema, was ich jetzt gar nicht so drauf eingehen wollte. Aber was waren dann die Maßnahmen der Notenbanken, eben massive Liquidität in den Markt zu pumpen? Ne? Wie, das passiert ja auch nicht buchstäblich über Nacht, sondern dauert ein paar Wochen und genauso ist es dann bei Bitcoin passiert. In dem Moment, in dem die Liquidität dann auch am Markt ankam, explodierte auch der Preis. So, jetzt ist, wenn wir jetzt die neuere Zeit ein bisschen, jetzt kannst du vielleicht auch Sicht von dem Jahr wieder mal nehmen, den Chart. Ja. Genau, was ist jetzt aber in den letzten
Monaten oder sagen wir mal im letzten Jahr passiert. Ein weiteres Thema, was für uns von Bedeutung ist, ist Inflation. Ich möchte jetzt gar nicht so darauf eingehen, warum die da ist oder woher die stammt, aber die ist vorhanden. Ja, hatten wir ja schon mal ein Video dazu Ja. gemacht, verlinke ich dann auch alles in der Videobeschreibung. Sehr gut, genau, ne? Also ein Punkt ist mitunter auch die massive Liquidität, ne? Und natürlich steuern Notenbanken auch dagegen, also insbesondere jetzt die US-Notenbank. Und wie steuert sie dagegen? Indem sie wieder versucht, die Liquidität zu verringern. Wie macht sie das? Einerseits durch Zinserhöhungen, also dass man Geld wieder nicht im Markt lässt, also in der Wirtschaft, sondern man nimmt dieses Geld und legt es halt meinetwegen in US-Staatsanleihen an oder also direkt festverzinslich, ne? Und damit wird das Geld aus der Wirtschaft entnommen. Der zweite große Punkt ist, wie die Notenbank das umsetzt, ist, dass sie weniger Liquidität in den Markt pumpt. Also ich nutze jetzt einfach mal den Begriff, ne? Und dieses Programm führt sie, ich glaube, ab Sommer, ich bin mir gar nicht sicher. Also sie verringert das drastisch jetzt schon und dann ab Sommer noch mal drastischer. Das heißt also, die Liquidität, die Geldmenge schrumpft. Und am Markt werden ja auch Erwartungen gehandelt und diese Politik der sinkenden Geldmenge hat sie ungefähr Ende letzten Jahres eben angekündigt. Und da sehen wir auch den massiven Rückgang des Bitcoin-Kurses, ja. So ab November ungefähr, ne? November, Dezember. 21, Also, ja. genau, also das geht wieder Also. ganz, ganz stark einher damit, ne? Also das Geld, die Geldmenge. Das ist übrigens nicht nur bei Bitcoin so, das ist generell an der Börse. Geld ist das Entscheidende, das ist das immer der entscheidende Punkt. Ist Geld vorhanden, kommt mehr Geld rein in den Markt, steigen Aktienkurse, sinkt die Liquidität, fallen sie. Das ist schon immer so gewesen. Oh ja, und solange es Börsen gibt, wird es auch so sein, ne? Bei Bitcoin kommt natürlich noch hinzu, dass es sich hier um ein Ex. Naja, überleg mal selber, warum investieren oder naja, investieren ist eben das falsche, ist eben der falsche Begriff. Warum sind Menschen oder Personen hier in Bitcoin, ja, warum legen sie da Geld an, ne? Warum kaufen sie Bitcoin und verkaufen sie? Also ich würde sagen, ich habe jetzt natürlich keine Zahl, aber ich würde sagen 90% vielleicht, weil sie damit das schnelle Geld machen wollen, ne? Ist Durchaus, auch. ja. Es geht vorwiegend um Geld, Geld verdienen. Ja, das ist der Hauptaspekt, ne? Also, und so wird Bitcoin im Moment von, ich nehme jetzt einfach mal die Zahl 90% der Markt, also des investierten Kapitals hier gesehen, ne? Oder nicht des investierten, sondern des gehandelten Volumens, ne? So, das ist der bessere Begriff des gehandelten Volumens. Ist schnell Geld zu verdienen, ne? Reich zu werden vielleicht. Ne? Und solange ein Großteil dieser Spekulanten den Preis bestimmen, ist eine starke Volatilität vorhanden, nach oben, aber eben auch nach unten. Ja, also es hat wenig damit zu tun, dass es jetzt Bitcoin ist, sondern du sagst, das ist generell am Markt so üblich, wenn diese ganzen Dinge auf den Markt einprasseln, wie Inflation und ja auch Krisen, so wie Corona, vielleicht jetzt auch der Krieg, der jetzt noch erschwerend hinzukommt, dass dann einfach so ein Kapitalmarkt sich so verhält. Aber ich habe auch schon oft gehört, dass gesagt wurde, ja, Bitcoin ist was ganz anderes als das, was wir bisher kennen an Geldern wie Euro oder Dollar. Bitcoin könnte uns wirklich retten. Bitcoin könnte die Wirtschaft retten, vielleicht sogar die ganze Welt retten. Ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber ich habe das Gefühl, da ist was dran. Ich habe einige Experten schon gehört, die haben sich darüber auseinandergesetzt, wie beispielsweise der Bitcoin die alternativen Energien fördert, wo allerdings ARD und ZDF genau das Gegenteil behaupten und sagen, ja, das ist ja alles irgendwie hier Energieverschwendung, was da passiert und was die für einen Haufen Strom da verballern. Und andererseits sage ich mir, wenn ich eine Überproduktion an Strom habe durch zum Beispiel Windräder und die wird nicht abgenommen, dann könnte ich ja ganz normal damit Bitcoins erzeugen, also meinen, sagt man ja dazu. Dann hätte man den Strom gut und sinnvoll verwendet und brauchte jetzt nicht die Windräder abschalten. Von dem her haben die Experten ja da doch recht und hat dann ZDF Unrecht oder ARD? Ja, also ich denke, man verzettelt sich da manchmal so in Kleinigkeiten oder Scheindebatten, Scheindiskussionen. Also wenn Bitcoin einen sehr, sehr großen Nutzen für die Gesellschaft hat,
dann rechtfertigt das auch gewisse andere Dinge, Energieaufwand zum Beispiel, ne? Woher da auch immer kommt. Wir nutzen aktuell ja auch noch Kohle in Deutschland, ne? Und oder andere fossile Energieträger, ohne dass wir sagen, das müssen wir jetzt von heute auf morgen alles stilllegen. Ne? Also, weil halt der Nutzen für die Gesellschaft noch größer ist, als wenn wir das jetzt abschalten, der Nachteil. Ne? Und ähnlich könnte das auch bei Bitcoin sein, solange der Vorteil für die Gesellschaft oder für das Geldsystem, was auch immer, groß genug ist, rechtfertigt das auch gewisse andere Dinge. Ne? Also ich denke, hier verzettelt man sich in gewisse, ja, Diskussionen oder Nebenkriegsschauplätze, wie man so schön sagt. Ne? Deswegen ist es wichtig, lieber das große Bild im Blick zu behalten und sich nicht auf solche Details einzulassen. Ich kann das eh, also das kann ich überhaupt nicht nachprüfen, ne, mit solchen, ich kann damit auch wenig anfangen. Ja, ich finde es Solchen halt Daten. nur schade, wenn man sich mit Bitcoin doch so ein bisschen beschäftigt hat. Ich verlinke euch auch mal ein Buch dazu, was ich gelesen habe. Das ist sehr, sehr spannend und erklärt auch das Geldsystem der Vergangenheit, also der vergangenen, ich will sagen, mehreren 100 Jahre. Und dann erkennt man, dass Bitcoin wirklich anders ist als das bisherige Geld, denn ja, es ist halt begrenzt. Und unser jetziges Geld kann ja permanent nachgedruckt werden, nacherzeugt werden. Wir hatten ja auch in dem Video schon drüber gesprochen, wo du zum Thema Inflation hier mein Gast warst. Und das ist eben bei Bitcoin nicht so. Und aus irgendwelchen Gründen denke ich, dass der Mainstream so dieses, ja, ich sage jetzt einfach mal ARD und ZDF, die großen Sender und auch die großen Zeitungen und Zeitschriften, ich weiß nicht, was sie für einen Auftrag haben, aber sie versuchen mit aller Gewalt dieses innovative Geld, dieses Bitcoin-Geld, schlecht zu reden. Und wenn ich aber die Vorteile mir dagegen rechne, dann sage ich, sollte man ganz offen und ehrlich drüber reden und nicht den Leuten sagen, ja, der Stromverbrauch, das ist alles ganz schlimm, Bitcoin ist scheiße auf Deutsch gesagt, sondern man sollte ihnen auch immer die zweite Meinung dazu geben und das machen sie nicht. Das finde ich schade. Also im gerade so ARD, ZDF und wenn man so Handelsblatt und die ganzen großen Dinger, die betrachten das häufig sehr, sehr einseitig und nennen immer nur das Negative. Ne? Also Bitcoin wird von Internet-Drogenhändlern benutzt und da gibt es ganz böse Marktplätze, da wird alles mit Bitcoin bezahlt und es verbraucht sehr viel Strom und ja, was haben sie da noch für lustige? Es ist sehr volatil, das kann ja überhaupt gar nicht unser jetziges Geld ersetzen. Aber es wird niemals irgendetwas Positives oder ein Gegenargument gebracht, sondern ich habe aber das Gefühl, man versucht wirklich den normal denkenden Menschen, der damit jetzt noch gar nichts zu tun hat, absolut fern davon zu halten. Man muss sich selbst erkundigen, man muss selbst ein Buch sich kaufen und selbst sich erstmal damit beschäftigen, um zu erkennen, wo die Vorteile und die Nachteile gemeinsam liegen. So sehe ich das. Also für mich jetzt einmal die Frage, wenn ich es zusammenfasse, brauche ich jetzt als Mensch Bitcoin oder brauche ich es nicht? Sollte ich es mir zulegen als Unternehmer oder als Privatperson, wie auch immer? Wo liegen denn die Vorteile und die Nachteile konkret darin? Oder ist das einfach nur alles irgendwie so ein Hype-Thema, wo jetzt alle drüber berichten und schreiben und erstellen Videos und eigentlich brauchen wir es gar nicht? Wie so oft wird die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen. Ne? Also weder ist Bitcoin Rattengift 2.0, wie es teilweise ja schon gesagt wurde, also das ist es nicht, aber dass es nun sämtliche Probleme der Menschheit lösen wird, also die andere Seite der Hardliner, das wird es auch nicht sein. Ne? Also es ist irgendwo dazwischen. Das ist zumindest meine ganz persönliche Meinung. Ja? Grundsätzlich müssen wir sagen, ob Bitcoin so super ist, wie es dargestellt wird, den Beweis muss es eben erst noch antreten. Es hat den Beweis noch nicht gebracht. Ist einfach so. Ne? Das kann man nicht leugnen. Ne? Viele Argumente, also ARD, ZDF konsumiere ich so gut wie gar nicht, zumindest keine Nachrichten. Ich gucke mal so vielleicht mal einen Film an, aber die Nachrichten nicht. Von dem her weiß ich nicht, was da so an Argumenten dort gebracht wird, was da so mit Darknet, Kriminalität ist, das ist alles Quatsch, das ist alles Blödsinn, diese Argumente. Andererseits finde ich auch manche Argumente von Pro-Bitcoin wenig zielführend, das ist, finde ich auch nicht sinntragend. Also es muss wirklich der Nutzen für die Gesellschaft oder für das Geldsystem vorhanden sein. Den Beweis muss es noch antreten. Ein Beispiel wird ja immer genannt, Bitcoin ist ja begrenzt auf diese rund 21 Millionen Bitcoins. Und demzufolge ist es natürlich der perfekte Schutz vor Inflation. Ne? Ja, Okay. ist das nicht Beweis genug schon?
Wie hoch ist denn aktuell die Inflation? Zwischen 7 und 8%. Ne? Also was bedeutet das, die aktuelle Inflationsrate? Der Preis, also das allgemeine Preisniveau von letzten Jahr April oder Mai bis zu diesem Jahr ist um rund 7 oder 8% gestiegen. Also die Preise sind zwischen 7 und 8% innerhalb des letzten Jahres teurer geworden. Okay. Jetzt gucken wir auf den Bitcoin-Kurs. Wie hat sich der entwickelt? -40%. Also wäre besser gewesen, ich hätte mein Geld in Cash gelassen. Hätte ich -7% Rendite, hätte ich in Bitcoin investiert, hätte ich -40%. Ist es vielleicht ein bisschen provokativ, aber es war kein Schutz vor Inflation. Ja, Das heißt, in dem kurzen Zeitraum jetzt ja. nicht, wie du es beschrieben hast, ne? Aber Genau. wenn ich weiß, das ist ein begrenztes Geld und niemand auf der Welt, kein Staat, kein Notenbankchef, niemand kann es einfach nachproduzieren, dann sollte es doch eigentlich schon das perfekte Argument sein, um zu sagen, es ist ein gutes Geld, denn das Geld, was wir im Moment haben, das kann ja jederzeit ausgeweitet werden, ne? Wenn wir wieder einen Krieg vor der Haustür stehen haben oder eine Krise wie Corona, die Geldmenge wird einfach dann nachgedruckt. Du hattest ja da auch schon drüber berichtet, wie das genau funktioniert. Ja, das ist ja nicht gut, weil das ist ja eigentlich der Punkt, wo wir dann den Leuten das Ersparte wegnehmen oder die Leistung, die sie erbracht haben mit ihrer Arbeit und haben das sich in Euro oder in Dollar konsumiert oder ja, nicht konsumiert, sondern Gespart. konserviert. Na, sie haben gespart und jetzt wird es plötzlich alles teurer und man nimmt ihnen dann damit das Geld in Form der Arbeitszeit weg und das kann eben bei Bitcoin eben rein theoretisch nicht passieren, weil es niemand nacherzeugen kann, egal was da draußen passiert. Und wenn wir uns jetzt die Welt in Bitcoin vorstellen, dann kann eben kein Land sagen, hey, ich muss jetzt noch mal einen Krieg führen, ich brauche jetzt doch noch ein paar Milliarden für Panzer. Na, nö, das geht dann einfach nicht, weil wenn das Geld alle ist und wir hätten es jetzt in Bitcoin, dann können sie das eben nicht. Und dann muss man sagen, okay, dann müssen wir eben diese Auseinandersetzung beilegen und müssen aufhören, weil wir haben kein Geld mehr. Wir können es nicht mehr bezahlen. Oder sie müssten sich halt einen Kredit dann aufnehmen, ne? Ja, also beide Geldsysteme, ne? Sowohl das aktuelle Geldsystem, was wir momentan haben, worauf die momentane Gesellschaft auch ausgelegt ist oder die Staaten, als auch im Geldsystem in Form von Bitcoin, also eine fest definierten Anzahl an, ähnlich wie bei Gold, ne? Wenn man so eine Art Goldstandard wieder hätte, hat beides Vor- und Nachteile, ne? Also der Vorteil von unserem jetzigen ist, insbesondere, dass es halt einen deutlich besseren, stärkeren Wirtschaftsaufschwung ermöglicht, ja? Und Rezessionen abgefedert werden können, eben durch das Drucken von Geld. Der Nachteil wiederum dabei ist, dass man das zu exzessiv betreiben kann. Ja. Das kann natürlich dann wiederum negative Folgen mit sich bringen. Der Vorteil von Bitcoin, von diesem reinen, ich sage es mal, Goldstandard, ne, oder Bitcoin-Standard ist, dass es eben festgelegt ist, es kann nicht exzessiv betrieben werden. Der Nachteil ist, dass ich in Rezessionsphasen auch nicht gegensteuern kann. Das heißt also, Rezessionsphasen werden in voller Wucht mitgenommen. Schauen wir mal auf die offene Welt, in der es schon mal einen Goldstandard gab. 20er bis 50er Jahre, sagen wir mal, ne? Was ist dann passiert? Die Menschen haben in Krisenphasen ihr Geld in Gold investiert, ne? Und damit es war eine wirtschaftlich schwere Zeit und es wurde noch mehr Geld aus der Wirtschaft entnommen und wo in ein unproduktives Asset hinein investiert, ja? Und das wiederum führte natürlich zu einer noch stärkeren Rezession. Ich möchte hier mal André Costolani nennen. Also das ist jetzt nicht mein Gedanke, das kommt von ihm. Er war immer ein absoluter Gegner dieses Goldstandards und er kannte ja nicht Bitcoin, ne? Er ist ja 1999 gestorben, aber vermutlich würde er, wenn wir Bitcoin als Geldsystem implementieren, wahrscheinlich auch ein extremer Gegner sein. Warum? Nun, er führte dieses gesellschaftliche Problem an, welches dann in den 1920er, 30er Jahren in Deutschland entstanden ist, eben diese starke Wirtschaftseinbruch, Depression, wozu führen Rezession, Depression? Nun, dass Menschen auch extreme Parteien wählen. Wer wurde damals gewählt? Ne? Adolf Hitler. Als es der Wirtschaft wieder etwas besser ging, wie heißt das? Also bei den Wahlen haben die dann weniger Prozente erstmal wieder bekommen, dann ging es der Wirtschaft wieder schlechter, dann haben die wieder mehr bekommen. Ne? Also er meinte, das ist nicht meine Aussage, ne, sondern seine von André Costolani, dass dieser Goldstandard sogar dazu
geführt hat, dass dieses riesige gesellschaftliche Chaos dann kam, ne? Also Also das sind quasi auch Dinge, die man unbedingt mit berücksichtigen müsste, ne? eine Wahlbeeinflussung, wenn man so Ja, will. beziehungsweise halt durch das, durch den Goldstandard kannst du ja nicht Geld drucken. Also das ist ja fest. Du kannst also auch in der Wirtschaft jetzt als Staat nicht helfen, groß. Du kannst nicht einfach Wahlgeschenke oder Geldgeschenke machen. Du kannst es ja nicht abfedern. Du kannst nur das machen, was vorhanden ist. Und wenn nichts da ist, dann hast du Pech gehabt, ne? Ja. Und die Menschen kriegen Angst, Panik und das Geld, was sie haben, das horten sie. Und dieses Geld steht dann nicht mehr der Wirtschaft zur Verfügung. Und dadurch sinkt das halt noch mehr. Ne? Das Und das ist ist. diese riesen, riesen Gefahr, die dahinter steht. Ne? Und ich glaube, das ist die eigentliche Angst oder der eigentliche Gedanke, aber den habe ich selten irgendwo in den Mainstream-Medien gelesen. Das ist, glaube ich, der eigentliche Gedanke von den Notenbankern. Aber auf der anderen Seite bietet es eben auch wiederum Vorteile. Ne? Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, weitere Systeme da zusammenzubringen. Ne? Also der Umwelt würde es auf jeden Fall gut tun, denn du Okay. sagst ja, man kann durch die Ausweitung der Geldmenge und wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann eben doch schnell gegensteuern. Man schafft neues Geld, dann schafft man wieder Nachfrage und dann pumpt die Wirtschaft wieder los oder man rettet sie oder schiebt Ja. sie wieder nach oben. Ne? Aber das geht ja nun letzten Endes auf Kosten der Umwelt und da reiten wir ja auch schon seit einiger Zeit drauf rum. Wir wollen die Umwelt retten und wir müssen alles CO2-frei gestalten und mit Elektroautos und was weiß ich. Andererseits produziert man auf Teufel komm raus, weil man hat wieder frisches Geld und es werden dann Dinge produziert, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Nur weil das Geld da ist, geben es die Leute aus, also wird wieder produziert. Ich darf gar nicht dran denken, wie es da in manchen Ländern, so Bangladesch, Indien und so weiter, aussieht. Nur weil wir schöne Klamotten tragen wollen, wird ja dort produziert, wie verrückt, ne? Und die gucken halt nicht so darauf, wie das dann alles produziert wird, sondern sie müssen einfach nur produzieren, um am Leben zu bleiben. Und das, denke ich, das wäre dann schon so ein Gegenargument, wo ich sage, so ein Standard, ob das jetzt ein Goldstandard ist oder ein Bitcoin-Standard, der würde auch die Umwelt und die Menschen ein Stück weit schützen, weil eben es doch etwas bewusster alles gemacht wird und eben nicht mehr nur rein wirtschaftsbezogen produziert und gekauft wird, sondern die Wahrheit ist ziemlich schmerzhaft an der Stelle. Ja, wir haben halt kein Geld mehr, ne? Wir können nichts mehr ausgeben. Wir können nur noch das Wichtigste, das Nötigste produzieren. Das ist die Wahrheit. Und tut den meisten dann ziemlich weh, weil sie eben kein Geld mehr haben oder weil sie nichts mehr kaufen können oder weil eben auch bestimmte Unternehmen einfach dann vom Markt verschwinden, weil die plötzlich keiner mehr braucht, weil kein Mensch mehr so viel Geld ausgibt oder so viel Kram konsumiert. Also der Umwelt würde es auf jeden Fall gut tun. Bin ich der Ja. Meinung. Ja, wie gesagt, das hatte ja damals dann die Nährboden für Radikalisierungen geebnet. Ne? Also das sind halt alles Spekulationen. Ja, Ja. obwohl, das ist natürlich jetzt wieder ein, ja, so ein gesellschaftliches Thema. Ne? Also, ja. Mir ging es jetzt mehr um den geldpolitischen Ja, okay. Aspekt, ne? Also weniger um Ich lese jetzt die gerade auf meinem Zettel, haben wir denn Anthropozen. irgendeine Sache, die wir noch mal ansprechen müssten? Dennoch. Du hast mich gefragt, sollte man Bitcoin kaufen? Also ich gebe ja hier keine Empfehlungen ab oder Anlageberatung. Ne? Ich persönlich, ich bin in Bitcoin investiert. Ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, überhaupt sein Portfolio damit auch zu diversifizieren, ne? Also das Risiko zu streuen. Allerdings eben nicht nur Bitcoin, so 100% da rein, ne, sondern auch andere Anlageklassen, ne, Aktien, Immobilien, Anleihen, vielleicht Rohstoffe auch oder ganz andere Dinge. Ne. Und so gehört für mich auch Bitcoin mit dazu. Wo kann der Kurs jetzt noch hingehen? Er kann schon noch ein bisschen sinken. Ne. Also ich denke schon, dass es noch in der ersten Jahreshälfte, genau, so heißt es, ne, noch ein bisschen nach Ja. unten geht. Ab der zweiten Jahreshälfte. Je nachdem, ne, wie die Geldmenge, wie sich die Politik da verhält, wenn die jetzt doch wieder ein bisschen expansiver wird, könnte das dann wieder den Bitcoin-Kurs beflügeln der zweiten Jahreshälfte. Das ist so meine persönliche Annahme. Im Moment, denke ich, aber wird es noch mal ein bisschen schwieriger werden. Ne? Ich habe jetzt den Kurs noch mal eingeblendet. Es gibt jetzt, wenn wir hier den Jahreschart, ne, ist der Jahreschart, da gibt es hier ein ganz deutlicher Abwärtstrend vorhanden. Es gibt noch keine Anzeichen für eine Bodenbildung. Und eine Bodenbildung geht auch nicht innerhalb von ein, zwei Tagen. Ne? Das kann sich über einen längeren Zeitraum
Ja, hinausschieben. wenn ich jetzt mal den 5-Jahres-Chart nehme und man sieht ja hier vorne so die einzelnen Peaks, das ist immer genau der Punkt, wo diese Bitcoin-Mining-Vergütung, also die Leute, die Bitcoin schürfen, also ihren Rechner anschmeißen und rechnen, rechnen, rechnen und irgendwann bekommen sie eine Vergütung, wenn sie da was ausgerechnet haben. Wie das genau geht, müsste man vielleicht mal ein extra Video zu machen, noch zur Technik, so würde ich empfehlen, machen wir separate Videos. Also, wenn diese Vergütung für diese Erzeugung der Bitcoins, wenn die halbiert wird, das passiert alle 4 Jahre, dann sieht man eben auch gerade hier diese Peaks, die sich da entwickeln, also diese Höhepunkte. Und dann geht es wieder rapide nach unten. Und ich stelle das mal auf den Jahres, also auf alle. Na, das ist jetzt also Bitcoin von Anfang an, 2018 irgendwann, sieht man das also. Dann ging es immer so gardinenartig, sagt man. Ne? Und da fällt jetzt auf, dass das, was jetzt gerade passiert, hinten so im 2021, 2022, dass das gar nicht so da reinpasst, wie es in den vergangenen Jahren war. Also wie so eine Spitze nach oben und dann zipp wieder nach unten. Wir haben jetzt hier schon so zwei Spitzen entwickelt. Was bedeutet das, beziehungsweise was sagst du da als Experte dazu? Ist das jetzt ein anderes Muster oder ist das normal? Entwickelt sich da noch irgendwas draus? Es ist mehr oder weniger wie Kaffeesatzlesen, aber mich würde jetzt mal deine Meinung dazu interessieren. Ja, das mit dieser Gebührenhalbierung oder Vergütung, ja, das ist, da stehe ich jetzt nicht ganz so dazu. Du sagtest alle 4 Jahre, ne? Das wäre ja 2018 und dann wieder 2022, dann das nächste Mal, ne? Also, wenn 2018 war. Stimmt, 22, wie Weiß kommt ich das? nicht. Also, Ja, alle 4 Jahre bin ich eigentlich der Meinung, dass das alle 4 Jahre passiert. Oder alle 2 Jahre. Dann wäre ja, es müsste man jetzt. 18, 20, 22. Nee, dann wäre es ja dieses Jahr schon wieder. Das kann ja auch nicht sein. Das ist alle 4 Jahre, ja, denke ich schon. Ja, also vielleicht nochmal ganz fundamental, das finde ich ja ganz interessant immer, ein Preis, also nicht der Wert, sondern der Preis wird immer, das ist ja jetzt eine Binsenweisheit, aber durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Und jetzt muss man sich überlegen, welche Kräfte sind da hier am Werk zwischen Angebot und Nachfrage. Und beim Bitcoin ist meine Meinung, die meisten, die oder das gehandelte Volumen ist Risikokapital. Also sie sehen das lediglich als Spekulation an. Es gibt ein paar Einzelne, die da vielleicht langfristig investieren, aber diese Nachfrage ist ja dann erstmal vom Markt weg. Man investiert, die Bitcoins sind da, aber dann tritt man ja nicht mehr am Markt auf, weder auf der Seite des Käufers noch des Verkäufers. Deswegen hat man dann auch keinen Einfluss mehr, sondern Einfluss auf den Preis haben lediglich die, die tatsächlich handeln. Und das sind diejenigen, meiner Meinung nach, die besonders risikofreudig sind. Es gibt ja auch jetzt eher eine kurzfristigere Korrelation zu Technologietiteln, die ja ebenfalls massiv eingebrochen sind. Grund ist, sind auch hier steigende Zinsen, ne, weil das, ich möchte jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, ne, wieso Zinsen damit hier zusammenhängen. Aber ähnlich ist es eben auch bei Bitcoin. Bitcoin wird als Risikoanlage oder Risikoasset gesehen, ne? Weil es wirft ja auch keine Erträge ab. Zumindest ist das eben momentan noch so, derjenigen, die am meisten damit, oder, ja, die da investiert sind oder die das handeln. Wenn wir nochmal den Chart nehmen, könnte man so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, okay, Moment, jetzt habe ich das hier ein bisschen, ich muss nochmal hier kurz ein bisschen was umstellen. So, mal Woche, ja, wahrscheinlich ein bisschen größer machen. Genau, so, jetzt haben wir es. Ne? Das ist keine reine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, weil die rechte Schulter eigentlich über der linken sein müsste. Ne? Also hier ist die Schulter, die linke, dann haben wir den Kopf hier, den rechten und das hier unten, das ist dann die Nackenlinie. Passt nicht ganz genau, also eigentlich müsste es so sein, die rechte Schulter müsste ein bisschen höher sein, deswegen passt nicht ganz genau. Ne? Aber wenn wir jetzt mal ganz grob sagen, von diesem Bereich hier, ne? Diesen Nacken hier, wo sind wir da bei vielleicht 45.000? Bis diesen nehmen, das sind vielleicht 20.000, ne? Und den Ja. können wir nochmal nach, oder sagen wir mal, hier war das, ne? Und diesen Bereich nochmal nach unten. Naja, gut, wenn wir es von hier abnehmen, ne? Dann kommen wir, glaube ich, noch ein bisschen, lass mal kurz rechnen, das waren jetzt 20, ja gut, dann sind wir bei 22 rund, ne? Ja. 22, das wäre dann hier in diesem Bereich, ne? Was ich allerdings auch sehr, sehr interessant finde, so,
Hier war eine gute Unterstützungszone. Das finde ich eigentlich noch bemerkenswerter. Hier in diesem Bereich um 30.000. Da wurde hier einmal angetestet, nach unten. Gute Unterstützung. Hier auch Unterstützung. Ne? Aber hier hat es nicht geschafft. Ne? Jetzt müssen wir gucken, bleibt das jetzt hier unterhalb dieser Unterstützungszone? Geht es hier noch weiter nach unten? Dann wäre die nächste Unterstützungszone hier. Oh je, Bei. meine. Ja, Ja, okay. wo sind das hier? 19.000 und hier auch, ne? Das ist das ehemalige Hoch von 2017, ne? Und deswegen sage ich, ne, es kann schon noch ein Stückchen nach unten gehen, aber wir sehen, das kann auch sehr, sehr schnell gehen, ne? Also bei Bitcoin, da geht es immer relativ fix, ne? Ja, Ja, sehr. also das ist so, also ich denke schon, es wird noch ein bisschen nach unten gehen. Wir haben hier viel Niemandsland. Es kommt es darauf an, ne, wie sich das hier hält, ob es relativ schnell möglich ist, diese Zone hier um die 30.000 wieder zurückzuerobern. Ansonsten besteht schon Potenzial bis hier unten. Ne? Ja, sehr interessant, Aber da mal zuzuschauen, wie so ein Profi das sieht oder was man da ableiten kann. okay, ne? Also das ist jetzt so, diese Zone, da kommt es darauf an, ob das jetzt relativ schnell wieder schaffen würde. Ich vermute mal nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es bis in diesem Bereich, das muss jetzt nicht immer punktgenau gehen, ne? Aber kann schon in diesen Bereich gehen. Und das würde eigentlich auch gut passen. Das kegelt nochmal ganz viele raus, die so im Markt spekulativ unterwegs sind, so das schnelle Geld wollen, die geben dann auf und dann der finale Sell-off, also der finale Ausverkauf, das jetzt schmeißen sie alles Handtuch, ne? Also diejenigen, die wirklich nur sehr, sehr spekulativ unterwegs sind. In dem Zuge könnte dann, das ist eine reine Vermutung jetzt, eine reine Spekulation von mir, ne, könnte dann noch mehr Regulierung kommen in den gesamten Kryptomarkt. Aber das muss man in diesem Sinne jetzt mal positiv sehen. Mehr Regulierung bedeutet auch was? Es bedeutet, dass mehr institutionelles Kapital in den Markt fließen kann. Ne? Denn wenn ja keine Regulierung herrscht, kommt kaum institutionelles Kapital in den Markt. Ne? Denn entweder dürfen die nicht in unregulierte Märkte investieren oder sie möchten das einfach nicht. Ne? Es könnte ihre eigenen Statuten, es könnte per Gesetz für sie verboten sein, Versicherungskassen oder so. Ne? Es könnten ihre eigenen Statuten sein, dass sie sagen, das schließen wir kategorisch aus. Oder halt, ja. Oder selber möchten sie das einfach nicht. Ne? Aber sobald es reguliert ist und auch eine gewisse Sicherheit für diejenigen Marktteilnehmer besteht, kommt hier wesentlich mehr Kapital rein. Ne? Und das könnte nochmal einen richtigen großen Auftrieb dann geben. Ne? Meine persönliche Einschätzung. Ja, wir haben jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde. Ich möchte es gar nicht mehr so lang ausdehnen, denn ich glaube, viele Dinge haben wir schon besprochen. Du hast uns da einen guten Einblick gegeben und ich bin eigentlich vollkommen zufrieden und habe ja schon angekündigt, dass wir vielleicht weitere Videos dazu machen, auch mal so ein bisschen die Technik zu erklären oder zu erklären, wie geht man vor, wenn man vielleicht doch in Bitcoin einsteigen möchte, wie kann man das dann machen. Im Übrigen gibt es dazu auch einen schönen Artikel im Gründerlexikon. Da hatte ich auch bereits in der Vergangenheit schon mal mit dem Experten, mit dem Roman vom Blocktrainer, ein Video dazu gemacht. Das ist wahrscheinlich doch, ja, ein paar Monate ist es schon her, aber der erklärt das auch ganz gut. Aber das würde mich freuen, wenn wir da nochmal gemeinsam den Zuschauern so die Basics erklären können. Gern auch, wenn die Zuschauer eine Frage haben, einfach mal kommentieren, eine Frage stellen oder eine Meinung dazu. Seht ihr das genauso, dass es dann so weit nach unten geht noch? Ja, ist ein spannendes Thema und ich glaube, es ist nicht nur für Unternehmer ein interessantes Thema, sondern auch eben für Privatleute, die sagen, ja, wie kann ich jetzt mein Geld in Sicherheit bringen? Du hattest vorhin schon angesprochen, dass die Leute, die einfach nur kaufen und das halten und gar nicht spekulieren wollen, dass die im Prinzip, ja, das sind ja gerade die, die ihr Geld oder ihr Vermögen im Prinzip sichern wollen für irgendwelche Jahre in der Zukunft, dass das vielleicht auf Dauer dann auch mehr Leute wären, gerade wenn du auch, wie du sagst, wenn der Markt reguliert ist und da noch mehr Vertrauen geschaffen wird, dass auch die institutionellen Anleger dort reingehen, dann bringt das sicherlich auch wieder die Privaten dazu, zu sagen, hey, wenn da die Großen reingehen, warum sollte ich da nicht reingehen? Das ist ja jetzt alles gesetzlich, alles reguliert und vorgeschrieben und man weiß genau, auf was man sich da einlässt. Das wird sich sicher den Markt nochmal beflügeln an der Stelle und vielleicht auch wesentlich mehr Vertrauen für den Bitcoin bringen, wo man ja jetzt immer noch nicht so richtig weiß, was ist das, kann man dem vertrauen und dann gehen die Kurse noch hoch und runter und dann hat man erst recht Angst. Also so sehe ich das zumindest.
Ja, also in dem Sinne sehe ich das auch eher positiv, ne? Die Regulierung, weil das ja vor allem auch die Regulierung von Kryptobörsen betrifft zum Beispiel. Das ist nicht das Bitcoin an sich, ne? Sondern wie man damit handeln kann. Ne? Genau. Jo, hast du noch ein Abschlusswort? Abschlusswort. Bin ich immer sehr gespannt bei dir. Du hast dann immer so Überraschungsplädoyers noch. Überraschungsplädoyer. Ja, heute vielleicht jetzt nicht so das Plädoyer schlechthin. Also ich persönlich, oder für viele ist ja Bitcoin oder Kryptowährungen so ein bisschen so ein Thema, wo man nicht ganz so dahinter steigt. Auch mir fällt es manchmal schwer. Ich bin noch nicht komplett dahinter gestiegen. Aber genau das ist auch einer der Gründe, warum ich gerade Bitcoin kaufe, auch wenn man manchmal negativ angehaucht ist. Aber man muss auch die Demut haben zu sagen, okay, ich kann mich irren. Ne? Und es kann sein, dass Bitcoin eben wirklich alle Probleme der Menschheit beseitigen kann. Ne, das glaube ich jetzt nicht, aber, aber es kann eben sein. Ne? Deswegen bin ich auch mit einem Teil meines Kapitals investiert, aber es sollte jetzt nicht so viel sein, dass man jetzt schlaflose Nächte hat, wenn der Kurs dann halt mal einbricht. Ne? Ja, okay. Das meine ich damit, mit so schönen Abschlusssätzen. Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit dir genommen hast und so einen kleinen Einblick auch mal in so eine Analyse uns geben konntest. Ich lade dich jetzt schon wieder ein zum nächsten Video. Wir planen das mal schön durch, was es da so gibt. Wie kann man vielleicht auch erklären, was Bitcoin wirklich ist oder wie es entsteht. Wie kann man das kaufen oder wie sollte man es verwahren, wenn man denn was gekauft hat? Und ja, lauter solche Fragen, vielleicht auch solche Fragen wie, wie kann ich mit Bitcoin Geld verdienen? Gibt es da auch Möglichkeiten? Also das ist mal so ein Ausblick, was ich mir vorstellen könnte. Lade ich da jetzt schon mal dazu ein. Danke dir ganz recht herzlich, dass du hier dabei warst und deine Informationen und dein Wissen mit uns geteilt hast. Und an der Stelle, ja, kann ich nur aufs nächste Video verweisen. Wer noch eine Frage hat, gerne in die Kommentare schreiben. Wir kümmern uns darum. Ja, würde ich vorschlagen. Schöne Woche noch. Alle zusammen, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. So, jetzt noch mal richtigen Knopf drücken hier. Welcher ist es denn? Der nicht. Der hier. 慢。